was warte ich? Jedes Jahr nach dem Erntedankfest merke ich, wie die Farben aus unserer Welt verschwinden. Zuerst gibt es in der Natur eine Farbexplosion. Doch nach und nach werfen die Bäume ihre Blätter ab. Es wird kälter, die Menschen ziehen ihre warmen, dicken Jacken an. Dieses Jahr sind die Gesichter sogar hinter den Masken versteckt. Es wird kalt und grau. In dieser Zeit habe ich viel um die Ohren. Meine Kinder schreiben Schulaufgaben, auf die bereiten wir uns natürlich gemeinsam vor. In der Arbeit werden die Weichen für das neue Jahr gestellt. Und zu Hause gibt es auch noch einiges zu tun. Machen, machen, machen. Wenn die Uhr umgestellt wird, wird mir eine Stunde Licht geschenkt. Frühs um 7, wenn ich mit meinen Kindern das Haus verlasse. Schnell, 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 Kinder zur Straßenbahn, ich mit dem Auto, los, los, hoffentlich kein Stau. Da warte ich auf kleine Farbtupfer, auf kleine Lichtblicke, ein nettes Lächeln, ein nettes Gespräch, ein kleines Dankeschön. Ich warte und warte und warte. Dieses Jahr ist die Belastung für uns alle besonders groß. Ich spüre viel Druck bei mir. Und ich warte. Ich warte auf Weihnachten. Ich warte auf ein Wunder. Ich warte auf eine Farbexplosion.